Andreas Münzer war eine österreichische Bodybuilding-Legende und sein Name ist leider ein bisschen in Vergessenheit geraten, was ich sehr schade finde, da er eigentlich ein sehr außergewöhnlicher Bodybuilder war. Heute wird Andreas Münzer leider nur mehr mit zwei Dingen verbunden, wenn über ihn gesprochen wird. Das eine ist sein extrem niedriger Körperfettanteil, den er in der besten Form seines Lebens hatte. Und das andere ist sein tragischer Tod. Nun, zum Körperfettanteil lässt sich sagen, hier in diesem Foto sieht man eine extreme Vaskularität, die eben Münzer so berühmt machte. Also in seiner besten Form lag sein Körperfettanteil unter 5%, was schon lebensgefährlich ist, dieser Wert. Und in diesem Foto sieht man eben alle Muskelkonturen, also wirklich die Brust ist außergewöhnlich mit diesen Querstreifen, auch die Schulterstreifen. Und es war eben auch so, dass seine Haut extrem dünn war, wodurch die Skelettmuskulatur noch mehr durchscheinte. Aber ich denke auch, Münzer hatte auch andere Talente. Meiner Meinung nach war er ein sehr guter Poser. Hier in diesem Clip sieht man zum Beispiel eine Trainingschoreografie zur Arnold Classic 1995. Und man merkt wirklich, wie genau und präzise Münzer sich hier alles einprägt. Dieser Clip zeigt Münzer in der Finalrunde der Arnold Classic 1995. Und auch hier muss man sagen, dass bei der Choreografie wirklich jedes Detail ins Genaueste einstudiert wurde und stimmt. Was waren nun insgesamt Münzers größte Erfolge? Nun, sein Lieblingswettkampf waren eben die Arnold Schwarzenegger Classics, weil Arnold Schwarzenegger eines seiner größten Idole war. Und seine besten Platzierungen waren eben 1990 der dritte Platz und sein zweitbestes Ergebnis war 1995, eben das Jahr, aus dem die Clips stammen, mit Platz 4. Darüber hinaus belegte er 1993 den zweiten Platz der Night of Champions sowie 1991 den dritten Platz der Ironman Pro. Er nahm auch am Mr. Olympia teil, 1990, 1993 und 1994 und erreichte dort jeweils den 9. Platz. Warum hat es bei der Arnold Classic also nie zu einer besseren Platzierung gereicht? Nun, zum einen ist das natürlich der Politik in Amerika ein wenig geschuldet, dass vor allem Amerikaner bevorzugt werden. Zum anderen hatte natürlich auch Andreas Münzer seine Schwächen. Diese sind vor allem in seiner Genetik zu finden. Seine Proportionen, was die Hüfte sowie die Schultern betrifft, war jetzt nicht ideal fürs Bodybuilding. Zu seinem tragischen Tod kam es 1996, kurz nach seinem letzten Auftritt bei der Arnold Classic 1996. Er klagte über Magenschmerzen und wurde dann ins Krankenhaus eingeliefert. Dort starb er dann an multiplen Organversagen. Grund dafür war sein erhöhter Medikamentenmissbrauch sowie sein lebensbedrohlicher Körperfettanteil. Seine Einstellung und seine Hingabe zum Sport können aber, denke ich, bis heute als Vorbildfunktion fungieren. Ich denke, dass Münzer ein großartiger Bodybuilder war und sein Name nicht in Vergessenheit geraten sollte. Was denkt ihr über Andreas Münzer? Lasst es mich wissen und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert mich. Bis zum nächsten Mal.